deinem Kopf passiert? Ich hatte einen großen Gedanken. Ach, da bin ich. Charlene! Was um alles in der Welt machst du da? Im Regen stehen, das sieht man ja wohl. Ich bin irgendwie mies drauf in letzter Zeit. Vielleicht sollte ich mich umbringen. Gute Idee. Versuch erst gar nicht so zu tun, als könntest du dich nicht erinnern. Scheiße, ich bin irgendwie nicht davon ausgegangen, dass ich das jemandem erklären muss. Scheiß Gefühl, wenn guter Plan nicht funktioniert, hä? Du wolltest doch nicht wirklich sterben, oder? Eigentlich wollte ich schwerbehindert überleben. Meine Aufgabe ist es, nachzusehen, ob deine Familie in der Lage ist, sich um dich zu kümmern. Sie sind Charlenes Vater? Ja, Jeff. Hallo, Schatz. Und wer war das? Das war mein Freund. Das ist so schlimm, am Erwachsenwerden. Erwachsene sind unendlich peinlich. Hey, soll ich dich zum Psychodok fahren? Was macht der für Musik? Gar keine mehr, der ist tot. Tot? Hm? Hast du Schuldgefühl? Nö. Schämst du dich? Auch nicht. Du hast nicht mal eine Minute gebraucht, um mich mindestens 4-mal anzulügen. Hi. Linus, dass du zum Psychodoktor gehst, wundert mich überhaupt nicht. Denkst du also, dass ich ein blöder Streber bin? Ja. Glaubst du, dass es einen Himmel gibt? Vielleicht sind wir ja schon längst da. Wenn man jung stirbt, dann bleibt man für immer jung. Aber auch für immer tot. Du willst nicht mit mir reden. Kannst du mir wenigstens irgendein Zeichen geben? Was wissen wir über die Leiche? Fundort Spreewaldpark. Der Finder war ein Obdachloser, der es ganz gut beschrieben hat. Er hat gesagt, der hat jemand die Luft aus dem Kopf gelassen. Was sagt das CT? Fremdkörper im Kopf. Das ist keine Kugel. Wir sollten auf den Katastrophenschutz hören und morgen früh die Insel verlassen. Erik ist tot. Wo sind Sie? Ich bin nur zufällig am Strand auf Helgoland. Informieren Sie Ender Müller. Irgendwo an diesem Erik muss die weitere Anweisung, die mich zu Hannah führt, sein. Ich bin auf dem Weg zu ihm. Der Verkehr wurde eingestellt. Sie müssen für mich die Leiche obduzieren. Was? Ist das eigentlich legal, was wir hier machen? Ich dachte, Musik könnte das Ganze ein bisschen auflockern. Mach das aus, wie soll ich denn sonst telefonieren? Darin steckt die Nachricht, dafür machen wir das alles. Ist das der Hinweis? Vielleicht, aber das glaube ich nicht, das wäre zu einfach. Ist da jemand? Erst die Leichen, dann die Axt, ja, ein Puzzleteil, was zum nächsten führt. Nein, stopp! Ist das der Kerl, der ihre Tochter entführt hat? Wir haben 3,5 Jahre warten müssen, um das hier durchzuziehen. Du musst Hilfe holen. Der Killer ist hier im Haus. Ach du Scheiße. Du weißt, was passiert. Wo ist Hannah? Lebt sie noch? Das bin ich. Ich bin Eva. Unsere Gruppe hat gestern 47 Kuchen verkauft. Mhm. Gilles de la Tourette wäre stolz auf uns. Kuchenfotze! Hey, Tourette-Syndrom? Ja, wer hätte das gedacht? Ich habe ja mal ein paar Jahre Medizin studiert. Gescheitert! Du darfst übrigens ruhig lachen. Es sind nur Ticks. Okay, danke. Hallo, Papa. Hallo, Eva. Auch schlecht. Bei mir darfst du alles kaputt machen. Alles. Hier bin ich zu Hause. Hallo Eva. Guten Morgen. Schönen Tag noch. Hier bin ich sicher. Also jetzt erzähl, was los? Ich habe einen neuen Job. Wir ziehen um. Nach Berlin. Berlin? Ständig neue Leute. Immer wieder alles von vorne erklären. Ich habe Angst, Oma. Niemals. Ach, Mädchen, von alleine passiert gar nichts.
Mach was. Ich wollte wissen, ob diese freie Stelle noch zu haben ist. Die andere Bewerberin ist auch schon behindert. Leider ganz, also überall. Ist praktisch tot. Leck mich doch. Oma, kann ich nicht bei dir wohnen? Hier ist kein Platz für dich, mein Kleines. Du hast 3 leere Zimmer. Jetzt verabschieden wir uns alle mal gemeinsam von der Wohnung. Oh Mann, das war die Idee. Nachmacher, blöde Noten. Jetzt vielleicht noch etwas, wo man deine Behinderung noch besser sieht. Toll. Ja, genau so. Du bist genial. Und wie heißt er? Das weiß ich noch nicht. Wie heißt du, Ficker, denn? Ich glaube, das passt nicht. Wisst ihr, irgendwann steht man vor der Entscheidung, ob man sich sein Leben versauen lässt von seinen Ängsten und Vorwürfen, weil man irgendwie 3 Arschlöchern begegnet ist, oder ob man es einfach mal wegpackt. Malte hat nichts falsch gemacht. Ich habe nichts falsch gemacht. Scheiße passiert. So erschreckend einfach ist es. Danke, Habibi. Ja, und ciao, viel Spaß noch, ja. Was ist denn los? Was würdest du sagen, wenn diese Typen geschnappt werden? Ich will mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben. Ich habe ihn getroffen. Und dann bin ich ihm nachgegangen. Versprich mir, dass du diesen Typen in Ruhe lassen wirst. Wir haben schon mal geschafft, den zu vergessen. Wir kriegen es auch ein zweites Mal hin. Mir vor wie so ein Kater, der mir seine tote Maus vor die Füße legt und stolz wie Bolle ist, dass er was geleistet hat. Hätte ich dir nie davon erzählen sollen, oder was? Ja, zum Beispiel, das hätte doch mal Eier gehabt. Warum? Warum hast du das gemacht?